Ja, hallo und recht herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Security mit Passion. Heutiges Thema: Studieren, Fachhochschule St. Pölten. Wie war das? Was ist deine Meinung dazu? Und ich sage mal so, ich habe es immer wieder ein bisschen in Videos nebenbei, sagen wir mal, angeteasert oder drüber gesprochen. Aber das Ding ist, ich werde jetzt wirklich oft gefragt, mindestens zweimal die Woche: Hat Sinn gemacht? Soll ich mich dort auch hinbewerben? Soll ich auch dort studieren? Und so weiter. Und in diesem Video will ich eigentlich alle Fragen dazu beantworten. Starten wir mal mit dem knapp 19-jährigen Daniel, der gerade mal mit seiner Matura, auf Deutsch Abi, fertig geworden ist. Ja? Und ja, ich sage mal so, es gibt zwei Wege. Gehst du ins Berufsfeld oder gehst du nicht ins Berufsfeld und lebst im Hartz IV? Nee, waren nicht die Wege. Nee. Entweder du studierst jetzt weiter und gehst deiner Passion nach, das war Weg Nummer 1, also sprich Ethical Hacker Penetrationist zu werden, oder wie es eigentlich zuerst meine Eltern für mich gedacht haben, geh ins Berufsfeld und werd Banker. Ja, ich glaube, ihr wisst, welchen Weg ich gewählt habe und ich bin relativ stolz drauf. Und das Ding war, ich habe wirklich, wirklich viel verglichen. Viele Universitäten. Ja, es gibt, ich will gar keinen Namen nennen, weil ich sage mal so, es wird sicher jede Universität ein gutes, qualitatives Programm haben. Da steht außer Frage, auch sicher gute Dozenten. Aber der Punkt ist für mich, du musst dir mal überlegen, also im Leben überlegen. Du investierst jetzt 3 oder 5 Jahre, je nach Bachelor oder Master. Ja. Investierst du jetzt in eine Universität, kannst du natürlich auch mischen, aber meistens in eine Universität. Du gehst dorthin, ja, und tust wirklich jeden Tag viel lernen. Steckst viel Arbeit, viel Zeit rein. Ja. Jetzt ist die Frage, was bringt deinem zukünftigen Ich, im Alter von 25 oder wenn du halt raus bist aus dem, ja, was bringt dir da den meisten Benefit? So. Und habe ich verglichen Universitäten in ganz Österreich, Deutschland, in der Schweiz, Norwegen war relativ gut, auch in Japan war eine relativ gute dabei und so. Ja, und da war es 11 Kilometer von meinem ehemaligen Zuhause, St. Pölten, die FH St. Pölten. Und wie bin ich eigentlich dazu gekommen? Eigentlich relativ simpel. Da gab es diesen IT Security Exchange Day und würde ich dir auch empfehlen, auch ich werde dir einen Vortrag halten, bitte komm vorbei, ja, 1. Oktober. Und das Ding ist, das ist einfach ein Tag, das ist immer ein Freitag von, ich glaube, 16 bis 24 Uhr oder 18 bis 24 Uhr. Ja, bin jetzt 10 Mal dort gewesen, ist jetzt egal. Ja, wo es eigentlich nur um IT-Sicherheit geht. Da kommen um die 1000 Leute, meistens sogar ein bisschen mehr, wo reiner IT-Security-Fokus ist. Es gibt IT-Security-Workshops, es gibt IT-Security-Fachverträge. Ja, und eine riesengute Kommunikation darüber. Und das Ding ist, da bin ich hingekommen und war einfach begeistert. War einfach begeistert, was ich gesehen habe an Qualität von IT-Sicherheit. Weil da war kein irgendwie, ja, bla bla bla, irgendwas Security Awareness, sondern da war wirklich Deep Dive und da hat er uns gezeigt, wie man ein paar Vorwürfe macht. Deep Dive WLAN Penetration Testing. Deep Dive, was hat es da noch am ersten Tag gegeben? Ja, Paketanalyse mit Wireshark und so. Und da waren wirklich Sachen, wo ich mir so gedacht habe, wow, das will ich auch in Zukunft können. Ja, und dann gab es auch noch voll viele erfolgreiche Firmen, die da gleichzeitig, also CEOs, die da gesprochen haben, wie sie eine IT-Sicherheit-Firma, sag ich jetzt mal, nicht sein aufgebaut haben, aber Teile von dem halt wiedergespielt haben. Das hat mich voll begeistert, weil jetzt habe ich so eine Art Business School gemacht, ein Abi in einer Art Business School. Und dann habe ich mir so überlegt, ja, setz am Top deine Leidenschaft, das Penetration Testing auf. Ich habe schon vorher natürlich Erfahrungen mit Programmieren, Netzwerktechnik, leichtem Ethical Hacking, sag ich mal, CTFs und so, ja. Aber da habe ich es wirklich vertiefen können. Und dann kam der nächste Punkt. Ich habe so viele Universitäten gesehen und ich kriege auch immer wieder von urvielen Leuten, und nehmt es nicht böse, extrem viel geschickt. Diese Universität macht das Sinn. Diese Universität macht das Sinn. Das Einzige, was ich darauf antworten kann, ist, keine Ahnung. Ja, macht sie dich Sinn, musst du entscheiden. Für mich war eins klipp und klar, ich will eine Universität haben, die IT-Security von A bis Z schult, mit dem Fokus auf Penetration Testing, also für mich die Option bietet. Und das gab mir die Fachhochschule St. Pölten. Ja. Ich sage es ganz ehrlich, ich habe so viel verglichen und habe sehr viele Universitäten gesehen, die IT-Security promoten. Und dann hast du so viel IT-Security und so viel allgemeine Informatik. Ja, sagen wir es mal so, du bist zwar gut in allgemeiner Informatik, aber in der IT-Security logisch also nicht, weil du magst nur einen ganz kleinen Teilbereich. Ja? Und das ist halt, was mich gestört hat. Deswegen bin ich zur FH St. Pölten gekommen, weil es wirklich von A bis Z IT-Sicherheit war. Und so blöd es auch klingen mag, ich bin Penetration-Tester, kann aber genauso mit einem ISO-Auditor reden, kann aber genauso, sag jetzt mal, zu einem Software-Engineer hingehen und dem die Probleme aufzeigen und Probleme lösen, kann aber auch zum Sys-Admin hingehen und können über Linux-Hardening, Windows-Hardening reden. Ja? Weißt du, ich meine, ich finde einfach, sagen wir es so, auch wenn du noch nicht ganz klar weißt, was in der IT-Sicherheitsbranche, ja, hilft dir unsere FH relativ gut. Und ich glaube, du merkst jetzt schon oder hast schon das eine oder andere Video wahrscheinlich von mir gesehen, ich unterrichte selbst jetzt dort Penetration Testing auch, ja, im neuen Master Cybersecurity and Resilience. Und ich kann nur sagen, es macht Spaß.
Weil du siehst einfach lauter junge Leute, man bin jetzt auch nicht so alt mit 27, aber lauter junge Leute, die halt wirklich Fokus auf die Sicherheit legen und das Leben. Ja? Und du vernetzt dich immer wieder mit neuen Leuten. Also es ist wirklich bei uns so, man muss eines sagen, es ist nicht das klassische Studentenleben wie, oh Party, oh mach das, irgendwas, so fancy und irgendwie in die Richtung, sondern bei uns ist es wirklich immer hart gewesen. Also es war viel Arbeit plus noch mehr Arbeit und noch mehr Aufgaben. Aber im Positiven. Für mich war es wirklich, seid ganz ehrlich, das Step auf der Karriereleiter war das wirklich, sag jetzt mal, das Ultimum, was ich machen konnte. Ganz ehrlich, ja. Ich habe dann noch ein paar Business-Schulungen drauf on top gesetzt, habe dann extrem viele Kurse und Zertifizierungen gemacht, nicht alle fertig gemacht, weil ich mir dann gedacht habe, okay, wenn es mir im Leben nichts bringt, lass es. Ja. Sagen wir so, habe auch viele Bücher gelesen, aber was mir am meisten gebracht hat, was das Wissen angeht, war ganz klar Studium in unserer Branche. Und es tut mir auch, sage ich jetzt mal, in dem Sinn relativ gut, weil ich relativ viel davon gelernt habe, so richtig breitflächig in der IT-Sicherheit, dass ich mich wirklich immer neue Themen einlesen kann. Und was wir auch gelernt haben, ist wirklich, auch wenn du keine Tools hast, auch wenn du gar nichts hast, ja, dass du mit deinem Verstand plus ein paar gute Google-Hits relativ schnell zur Lösung kommst. Und das hört sich immer so leicht an, ist es aber gar nicht. Das ist ein Skill, den haben wir gut gelernt und gutes Dokumentieren, gutes Reporting und auch Präsentationen halten. Und das sind wirklich so Sachen, ganz ehrlich, warum ich die FH dafür liebe, warum ich dankbar bin und warum ich sie jedem empfehlen kann, der entweder bei uns in Österreich leben möchte oder lebt und sagt, ich will Penetration-Tester oder generell in der IT-Sicherheit relativ gut drauf sein. Ne? In diesem Sinne, herzlichen Dank fürs Zuschauen. Gibt es noch Fragen dazu? Einfach E-Mail, schreib mir eine Telegram-Nachricht oder so. Oder wenn du möchtest, kannst du natürlich auch einen Kommentar unter das Video verfassen. In diesem Sinne, hau rein, bis zum nächsten Video. Dein Daniel.